Einen wunderschönen Dienstagnachmittag wünsche ich euch. Hier ist eine neue Folge LS19 hinter Kaifeck. Zusammen mit der Romy, dem Martin, dem Marvin, dem Eggy, dem Jürgen, dem Martin, dem Daniel und meiner Wenigkeit. Schönen guten Tag. Tag. Ja. Moin. Moin. Alter, da brauchst du erstmal eine Minute zum Aufzählen, ey. Bis du alle durch hast. Und damit sind wir beim Folge. Verschieben sich um, ne? Ja, genau, die nachfolgenden Sendungen. Und das war das Ende. Genau. Tschüss. Und hiermit sind wir zum Ende der Folge angelangt. Ja, richtig. Es verabschieden sich, der Mann. Genau. Ach du Scheiße. Oh, vor allem gut, dass 2, 4, 6, 8 Leute, ey. Gut, dass man nur 18 ist. Stell dir mal vor, es würden noch so gewisse Leute mit dazukommen. Dann sind wir, glaube ich, 11 oder 12, ey. Warum willst du bei mir Reifen wechseln, oder was? Aber passen ja nur 8 auf dem Server. Ja, aktuell. Noch. Kurze Frage. Wir hatten doch ein Make-Gerät. Was ist der Make-Gerät? Der unten bei der Schweine. Ja, da, der steht unten. Da, wo das ganze Gras-Equipment steht, hä? Mein lieber Martin? Wie lang sind wir schon hier auf der Karte unterwegs? Ist unten bei der Schweine. Junge, 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 Junge. Ist aber heute das erste Mal, dass da was arbeitet. Ja, wahrscheinlich. Bam, kassiert. Aber mal richtig tief. Eieieiei, ja, das stimmt ja gar nicht. Martin, ja, Martin. Unterstrich habe ich mehr gemacht wie ihr. So. Ja. Junge. Also ich streite das nicht ab. Hashtag selber loben. Tut ja sonst keiner, ne? Richtig, richtig. Herrlich. Ach ja. Aber weiß ja, ne, noch aus der Mathematikschule vielleicht irgendwie, ne? Also wenn die Zahl unterm Bruch größer wird, dann wird das Gesamtergebnis kleiner. Also, was? Was? Du warst in der Schule? Weil er gesagt hat, unterm Strich habe ich am meisten gemacht. Achso. Ja, alles klar. Und, okay. Ah, ich merke schon, einige müssen immer noch drüber nachdenken. So, Scheiße, wie war das denn? Was laberst du? Streber, Streber. Man hört die Zahnrädchen klackern, gell? Ja, genau. Oh, Gottes Willen, ey. Man riecht auch schon den Rauch. Ja. Eggy, Eggy, Eggy. Der Marvin denkt sich jetzt bestimmt, was macht der? Was? Ich wollte gerade sagen, wo fährst du lang? Ja, so halt. Willst du mal ein bisschen erkunden? Ja. Ah. Ist er so lange, ist er noch nicht da. Deswegen muss er erstmal die Map erkunden. Ja. Ich kenn sie ja schon. Also ich war in der EG jetzt auch noch nicht, wo ich jetzt gerade bin. So weit bin ich auch noch nicht gekommen. Müssen wir irgendwann demnächst mal so ein Koordinatenspiel machen oder was? Ja, genau. Was befindet sich da und da auf der Ecke? Ja, genau. Machen wir Koordinaten. Minutenschnitzeljagd. Ja, genau. Vielleicht gruppe ich jetzt gleich mal die Leiche hier raus oder so. Weiß ich ja nicht. Den Gruber findest du nicht eh nicht. Da gruberst du den Gruber aus? Ja. Schön auf dem Acker. Acker. Auf dem Acker. Den Gruber. Das wird doch auch nochmal so ein nettes Feature, ne? So für Ingame, so ein Ackerschnacker auf jedem Trecker. Meinst du? Das wäre geil. Wie bei Friss mich irgendwo oder so, ne? Muss auf den Knopf drücken, ja. Hier CB-Funk. Ja. ETS. Das wäre geil. Schön CB-Funk, das wäre cool. Ralle an Vollpfosten, Ralle an Vollpfosten. Super, dann meldet sich ja jeder. Marder 1 an Marder 2. Ja, das war da anderes. Zuckerschnecke, bist du noch da? Das zählt dann auch. Ja. Ja, gut. Also haben wir das auch jetzt mal geklärt. Auch geklärt hier, Eggy und Romy haben ein Verhältnis. Ja. Da geht was. Ja, definitiv. Über CB-Funk. Ja. Ah, ja. Da, aber das ist ja echt nochmal echt so ein geiles Feature, ey. CB-Funk. Es gibt jetzt einen. Jetzt kann ich es ja erzählen. Letzte Woche ging es ja noch nicht. Wollte ich erzählen, durfte nicht.
Es wurden für die Beta-Version für GPS, glaube ich, war das, wurden Leute gesucht, weil es soll bald GPS mit Sprachansage geben. Nein. Okay. Doch. Und, und ich glaube, es war GPS. Noch mehr Performance-Probleme. Auf jeden Fall soll es, wie gesagt, mit Spracheingabe soll es was geben, das Ganze. Fand ich. Mit Spracheingabe, was gibt's denn da ein? Ja, keine Ahnung. Es wäre toll, wenn dieses GPS dann einfach die Felder von alleine erkennt. Das wäre cool. Deswegen. Wenn du aufs Feld drauf fährst, GPS einstellst, dass er das Feld selber vermisst und dann. Das wäre toll. Wie gut, das ist ja wieder alternative Helfer dann so quasi. Ja, es ist in dem Sinne so wie Cosplay, ne? Dass er die Felder einmal scannt und dann fährst du drauf und dann kannst du dann. Also fahren musst du selber, aber dass er die Spuren dann brauchst du dir jetzt nicht mehr einstellen. Ja, gut, aber das ist ja, da will ja auch jeder irgendwie anders fahren. Einer macht zwei Vorgewände, fährt dann gerade, die anderen fahren immer nur im Kreis. Das ist ja, wie will das GPS dann wissen, was du jetzt willst? Das hat zu verstehen, wie ich spiele. Genau, dann musst du es dem. Das ist eine lernende KI. Richtig, musst du ihnen das erzählen. Also GPS. Ja, da kann ich mir schon vorstellen, worauf das dann hinausläuft. Du brauchst. GPS, fahr mich Hause. Fahr mich Hof. Dann brauchst du keinen AD-Helfer mehr. Bring mich Werkstatt. Genau. Bring mich heim, ja genau. Und das GPS sagt dann zu dir, wo wohnst du? Ja, welche von den ganzen, wo wir das letzte Mal waren? Ja, genau. Bei Hause, weißt du? Genau, weißt du. Bei Helge oder bei Ingeborg? Helge, Alter. Oder Ingeborg? Wer bist du denn? Wer frisst denn da gerade sein Mikro, Alter? Ich nicht. Schon wieder Marvin, der ist am Essen. Nein, ach so. Ich bin ganz lieb. Ja, ja. Seit wann das denn? Ich hab einen guten Tag. Ach so, dann ist ja gut. Guten Tag. Genau, mach mit Marvin nicht solche Sachen, sonst hat er gleich wieder die Haselnüsse in der Nase. Kriegt mir wieder Fotos geschickt. Mit einer dicken Nase. Oh. So, müssen wir mal wieder zurückfahren. Sämaschine ist leer. Kriegst du einen auf die Haselnuss? So, wir müssen jetzt ja noch einen Gegenaufruf machen zu, Bauer sucht Frau. Also Marvin ist auch noch Single. Nee. Dann schreibt gerne bitte an Mike. Nee, bin ich nicht mehr. Wie? Oh. Ja. Oh. Nee, bin ich nicht mehr. Hat's bestimmt nicht mit dir. Hat's geklappt mit meiner Schwester, ja? Finde ich gut. Nee. Schade. Nee. Marvin hat sich einen zweiten Hund gekauft. Psst. Aha, da haben wir es doch. So weit ist es noch nicht. Aha, Marvin ist nicht mehr Single. Ja, was soll man sagen? Nicht? Mein Beileid oder herzlichen Glückwunsch, man weiß es nicht. Das, ja, richtig. Stellst du noch raus. Wahrscheinlich. Und das geht gut los. Ich sehe schon, wird eine böse langfristige Beziehung. Ja. Klar. Dann kannst du dich frisch machen, hey. Das kann was werden. Ach ja. Marvin, kein Single mehr. Ach du Heiland. Jetzt geht bei den Frauen gerade eine Welt unter. Ne, die erblüht gerade. Ne. Sind sie jetzt alle todtraurig, dass Marvin Single ist. Nicht mehr Single ist. Ja, auf jeden Fall. Tja, unser attraktivster Junggeselle und jetzt das. Ja, ist echt so. So sieht es aus. Weg vom Markt. Ja, endlich. Ab und zu hat er mal ein bisschen Probleme mit Rohre, aber sonst.
Oh, war ja. Ja. Ach, siehst du, ich muss mal. Ach Gott. Noch wieder ein Pullover fertig machen. Für den Teammitglied. Strickst du? Nein. Das finde ich interessant. Nein. Was sie nämlich gerade hatten hier, Thema Schwester, die will nämlich auch einen Pullover haben. Ein Hoodie. Mit ABB-Logo drauf. Oh, oh ja. Beziehungsweise nicht mit ABB, sondern so wie wir den haben, weißt du? Agrarbetrieb, Bayer und dann YouTube Diamond Control. Ich will mir nochmal einen neuen machen. Mit ABB-Logo. Also mit unserem Logo. Mal gucken, wie das aussieht. Hm. Mal schauen. Hinten dann auf dem Rücken. Schön dick, fett, groß. Hm. Schauen wir mal. Wenn du damit auf der Straße rumrennst, bist du angesprochen. Hier, sag mal, was ist das für ein Zeichen da? Verschnitt von Jägermeister, oder? Genau. Sieht halt echt so. Oh, neue Fahrzeuge. Oh, neues Fahrzeug. Oh. Nee. Oh, 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 oh. Ich habe die sich dann gekauft. Ich glaube, wir haben was lilafarbenes auf. Oh, nee. Das war. Ist das okay? Ist schön. Hast du den Johnny denn schon verkauft? Ja. Nee. Ist gut. Das ist schön. Das war aber günstig. Ist es dunkelblau oder ist es schwarz? Ist schwarz. Einmal frei. Ja. Steuer. Abgenommen. Ja. Lässt sich aber auch nicht lumpen, Romy, wa? Boah, schick. Dick gemacht, wirklich. Ja, sieht gut aus. Fein, fein, schnieke, fein. Schnieke. Junge. Ja, alle kommen gucken. Ja, nu. Die einzige Frau im Team hat sich jetzt mal einen Trecker gekauft. Junge. Ja. Schick. Hat es schick gemacht, Romy. Auf jeden Fall, ja. Weitermachen. Da, wie sie alle erstmal Geier gucken, ey. Klar, muss. Ja, hat aber ein Zeitl gedauert, ja. Was? Hat ja auch ein Zeitl gedauert. Ja. Mhm. Ja, gut Ding muss Weile haben. Da muss man schon mal gucken gehen. Oh, jetzt kommt er hier mit seinen Sprüchen, weißt du? Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Und du sagst irgendwas und dann denkst du, Hat der John Deere schon verkauft? Nee, ne? Ich bin auf dem Weg. Ich bräuchte mal noch ein Leistungsupgrade, glaub. Der schwächelt ein bisschen. Ja, Xerion doch scheiße, wa? Nein. Haben wir dir gleich gesagt. Kauf dir einen Trecker. Genau, kauf dir einen Trecker, haben wir gesagt. Du wolltest ja nicht. Zumutung. Und wie lang bist du vorher Xerion gefahren? Ich will gar nichts hören. Das war aber der Mod Xerion und der hatte ordentlich Leistung. Ja, der doch auch. Nee. Verkaufte Fahrzeuge, 143.000. Nee. Die hat der Sören aber gescheit hergenommen, ha? Verkauf mal den Stereo, dann steht da bestimmt verkaufte Zustände. Sagst du mit deinem Baustellensteuer, hey, weißt du? Ja, das ist aber nur ein Monat. Vor allem, ne? Vor allem wollen wir wetten, Romy hat sich ihren Trecker nicht ganz alleine ausgesucht? Nee, den habe ich alleine ausgesucht. Ja, ja, da saß Sören bestimmt dahinter und sagte, nein, nicht die Farbe, nein, mach das so. Nee. Liegt auf der Couch und haut sich die Chips rein. Ja, wahrscheinlich. Nicht. Weiß ich nicht. War nur eine Vermutung. Der muss arbeiten, Haus renovieren. Richtig, genau. Guter Junge. Ja. Nee. Ach ja. Ja, ich merke das schon, Ich werde beobachtet. Die Romy. Steht ein Jürgen im Gebüsch. Oh Gott, ich möchte nicht wissen, was er im Gebüsch tut. Ja, das will keiner wissen. Klein Mann, die große Welt sei. Ja, wahrscheinlich.
Na gut, ihr Lieben. Dann würde ich jetzt einfach. Einen Hund raus. Ja, deswegen, das passt nämlich gerade. Ihr Lieben, dann vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Schreibt in die Kommentare und wir sehen und hören uns dann morgen wieder. Bis dahin. Tschüss und bye bye. Tschüss. Tschüss.